Olá, meu nome é Maria Gaspar und komme aus Brasilien. Ich liebe Ballett, weil ich mich beim Tanzen ausdrücken kann, wie ich mit Wörtern niemals konnte. Ich fühle mich einfach komplett, wenn ich tanze. Heute ist ja auch ein richtig, richtig aufregender Tag für dich. Du darfst auf einer großen Bühne stehen, hier in Berlin, auf der Ballettgala, und dann hast du da deinen Auftritt. Jetzt haben wir 2 Uhr, in 6 Stunden ist dein Auftritt. Wie fühlst du dich? Ich habe so viel geübt für heute und ich habe so viel trainiert und ich bin schon vorbereitet, aber trotzdem habe ich diese Schmetterling im Bauch. Was machst du, wenn du aufgeregt bist? Weil ich suche Tipps. Was machst du dann? Eigentlich, ich höre immer die Musik, dass ich tanze. Werde. Mhm. Zum Beispiel, weil dann kann ich immer wiederholen den Tanz im Kopf. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit oder eine Übung, die du mir zeigen kannst, die auch ich vielleicht machen könnte? Echt? Ich kann das nicht. Aber es ist echt schwer, hier auf den Zehenspitzen zu stehen. Also total schön, dass wir dich bei diesem aufregenden Tag heute begleiten dürfen. Find natürlich heraus, was man macht, wenn man so super aufgeregt ist oder vielleicht gar nicht. Ansonsten musst du jetzt gleich zur Generalprobe, oder? Ja. Wir stehen jetzt hinter der Bühne. Da ist der Vorhang und dahinter sitzen dann heute Abend Tausende von Zuschauern. Wirst du dann auch voll tanzen oder ist es nur so angedeutet? Halb, halb. Manche Sachen müssen wir voll machen, damit wir wissen, wie die Bühne ist. Aber manche Sachen, so Sprungen und so, dann machen wir nicht so voll, weil wir müssen die Kraft für den Gala heute Abend aufheben. Ja. Gibt es irgendeine Stelle, wo du ein bisschen aufgeregt bist davor und dass du vielleicht ein bisschen Angst hast? Alles kann passieren, aber wir sind doch vorbereitet, also wir müssen immer positiv denken. Also der größte Tipp ist auf jeden Fall proben, proben, üben, üben, ja. Üben und dann bist du ganz ruhig. Ja. Also dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg jetzt bei der Generalprobe. Würdet ihr sagen, ist das so der schwierigste Part eures Tanzes oder war das was anderes? Das ist nicht so schwer. Das ist nicht so schwer? Ja. Also unser Tanz ist schwer, weil es ist sehr kurz, aber es ist halt sehr alles drin. Mhm. Und wir sind richtig müde am Ende. Es sah wirklich einfach so aus, als ob sie gar nicht nachdenken würde. Das ist echt krass, die gucken sich das, glaube ich, so 6-7 Mal an. Und finden jedes Mal was Neues. Gibt es irgendwelche Tricks, wie ihr euch die Choreografie merkt? Also wir müssen nicht denken, sondern unser Körper macht alles. Also sozusagen ist es schon in euch drin? Genau. Wir müssen auf der Bühne natürlich den Ausstrahlung denken, den Charakter sehr viel sein und nicht so viel in der Technik. Mhm. Weil die Technik muss schon in der Körper sein. Mhm. Also es kommt wirklich nur darauf an, dass ihr lächelt, dass ihr präsent seid. Ja. Alles andere habt ihr schon 1000 Mal geübt. Habt ihr irgendwelche Tricks, wie man sich vielleicht nochmal konzentrieren kann, so kurz vor dem Auftritt? Wir haben so einen Pakt gemacht, dass wir, also ein Rituell, dass wir immer so machen. Den Boden küssen? Ja, mhm. Es ist nur etwas, das wir zusammen, also gemeinsam gemacht haben. Mhm. Wir machen jetzt immer. Und das bringt dein Glück, also ist so ein bisschen wie Fingers crossed, ja? Habt ihr vielleicht auch irgendwelche Glücksbringer oder Traditionen oder Rituale? Dann schreibt es mir in die Kommentare.
Könnt ihr irgendwelche Tipps jetzt nochmal geben, so wegen Konzentration, irgendetwas, was euch beruhigt? Wir haben so viel geübt und wir sind so vorbereitet. Mhm. Ich glaube, man muss nur einfach denken, dass wir schaffen, also diese positiven Gedanken. Mhm. Und nicht so, ah, das gibt eine kritische Stelle, ich habe Angst davor. Nein, ich schaffe das, ich habe schon gemacht und es wird heute auch klappen. Auf jeden Fall, 2 Stunden steht jetzt an, dann ist euer großer Auftritt. Wohin geht's als nächstes? Schminken und Friseur. Call up your chiropractor, just in case your neck breaks. Tell me what you gonna do. Das ist eine tolle, tolle Flechtfrisur. Wie fühlst du dich? Also, ich fühle mich so schön sozusagen. Mhm. Und das ist auch wichtig, das ist so mein Lieblingsteil, weil wenn man dich selbst schön findest, dann natürlich findest du auch schön auf der Bühne und das ist auch wichtig. Ich begleite dich ja schon jetzt den ganzen Tag. Du hast gar nicht mal was gegessen oder so. Kannst du vor so einem großen Auftritt überhaupt was essen? Im Auftritttag, ich esse nicht so viel gerne und auch so leichtere Ernährung mag ich. Sozusagen so Gemüse oder Salat. Wie ein Leistungssportler ein bisschen, ne? Ja. Wir sind hier ja hinter der Bühne und hier sind ganz viele Monitore, die anzeigen, wie sich der Saal gerade füllt. Über 1000 Leute werden gleich Maria zuschauen. Und bist du aufgeregt? Natürlich. Aber sind es die guten Schmetterlinge, die du hast? Ja, sehr. Was musst du nochmal, dein Ritual war nochmal? Du küsst den Boden, ne? Wollen wir zusammen machen? Dann wünsche ich dir ganz viel Glück. Okay? Okay, ja. Okay, also. So, toll, toll, toll. Und dann ganz viel Spaß und Erfolg. Dankeschön. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Das geht jetzt los. Leute, das geht jetzt los. Das ist so krass. Schön und hast ein tolles Gefühl vermittelt. Wie fühlst du dich? Sehr gut eigentlich. Ich bin sehr aufgeregt vor dem Auftritt. Aber es ist alles gut gelaufen. Eigentlich. Also wir sind alle begeistert. Ich bin ein riesengroßer Fan von deinem Hobby. Du hast mich wirklich krass begeistert, was das angeht. Ich drücke dir ganz fest die Daumen. Ich sehe dich auf den ganz großen Bühnen. Ich bin mir sicher, du bist super erfolgreich. Das war's mit Pika Live, Leute. Ciao. Tschüss. Wir haben noch mehr coole Hobbys für dich, und zwar dieses hier und dieses hier. Und auf kikalive.de gibt es auch noch jede Menge Hobbys. Falls du auch ein cooles hast, dann bewirb dich doch.